Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir zusammen ganz, ganz leckere glutenfreie Pancakes. Ich weiß, gerade in letzter Zeit kam immer häufiger die Anfrage nach glutenfreien Rezepten und vor allen Dingen auch russische Rezepte. Und ich weiß, auch im letzten Jahr wurde ich auch schon ganz lieb angeschrieben, ob ich denn zeigen würde, wie man glutenfreie Blinczyki macht. Ich habe wirklich ganz, ganz, ganz viel ausprobiert mit Lenchik zusammen. Sie hat Rezepte getestet, ich habe Rezepte getestet und ich muss euch ehrlich sagen, von allen Varianten, die es gibt, also mit Hafer, mit Kionamehl haben wir ausprobiert, mit Milchreis als Ersatz zum Mehl. Diese ganzen Varianten, ich finde diese nix. Also ich habe auch überlegt, ob ich das filmen soll, aber für mich ist das jetzt nicht so eine Alternative, um zu sagen, wow, das müsst ihr oder das will ich filmen, das will ich euch zeigen. Und deswegen haben wir das Blinczyki-Rezept, was es auf meinem Channel gibt, einfach mit 30 Gramm weniger Mehl zubereitet und dann glutenfreies Mehl von Share, dieses für Kuchen und Co. Also ich glaube, das ist Mix C. Und einfach 30 Gramm weniger und dann schmecken die auch fantastisch. Also Lenchik war begeistert und deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich zeige euch, weil nochmal Blinczyki Video zu filmen macht ja keinen Sinn. Deswegen zeige ich euch heute ein ganz, ganz leckeres Pancake-Rezept. Und uns hat es allen geschmeckt, sogar mir hat es geschmeckt, obwohl ich nicht auf Gluten verzichten muss. Und ich würde sagen, dadurch, dass die Herstellung super einfach ist, fangen wir auch einfach schon mal direkt an. Also für den Teig benötigen wir einmal 250 Gramm glutenfreies Mehl. Da verwende ich jetzt hier gerade das von Share, dieses Kuchen- und Keks-Mix C. Dann benötigen wir noch einen halben Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz. Dann habe ich hier 250 Milliliter Milch, das sind bei mir 240 Gramm in etwa. Dann benötigen wir noch ein bisschen Vanilleextrakt, zwei Eier der Größe M, zwei Esslöffel Zucker, das sind bei mir 40 Gramm. Für die Herstellung der Pancakes benötigen wir keine Küchenmaschine. Wir machen das ganz einfach mit dem Schneebesen. Wer es dennoch gerne in der Küchenmaschine zubereitet, kann es natürlich gerne machen. Wir geben als allererstes unsere Eier, die Prise Salz, Zucker und Vanilleextrakt in die Schüssel und verrühren das Ganze einfach schön mit dem Schneebesen. Einfach nur schön schaumig und dass sich der Zucker auflöst. Und jetzt rühren wir nach und nach einfach noch die Milch hinzu. Und geben jetzt einfach unter ständigem Rühren immer nach und nach das Mehl hinein und verrühren alles klümpchenfrei. Und jetzt geben wir einfach nur den Deckel von der Nixe drauf, lassen das Ganze für 30 Minuten einfach mal schön ruhen. Und deswegen liebe ich auch die Nixe total. Einfach Deckel drauf stehen lassen und es ist luftdicht verpackt. Jetzt nehmen wir unsere Pfanne. Ich nehme mir immer meine Crepe-Pfanne und eigentlich funktioniert das auch wie beim Blinczykis. Wir erhitzen die Pfanne mit ein bisschen Öl, verteilen das Ganze schön mit dem Pinsel und ich gebe immer portionsweise dem Pancake-Teig mit dem großen Eisportionierer. So habt ihr immer gleich große Mengen und backen die dann einfach schön aus. Wichtig ist nur, dass wir den Teig vorher, nach den 30 Minuten Ruhen, einfach nochmal kräftig umrühren, damit auch wirklich alles schön verteilt ist, weil es setzt sich ja immer so ein bisschen ab. Gerade bei den glutenfreien Mehlen, auch beim Blinczyki-Teig, dann immer nochmal schön kräftig durchrühren, damit der Teig auch wieder eine homogene Masse ist. Da Leute, fertig sind wir. Ich würde sagen, ihr probiert das Ganze mal aus und schreibt mir, ob es euch geschmeckt hat. Und servieren kann man das Ganze natürlich mit, ganz typisch, mit Ahornsirup. Aber ich muss euch sagen, meine Geheimzutat ist Zuckerrübensirup. Zuckerrübensirup habe ich immer zu Hause, weil ich es ja immer in meinen Brötchen und Brotteigen gerne auch verwende. Aber es schmeckt auch einzeln richtig, richtig gut als Sirup. Also probiert es einfach mal aus. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Das Rezept ist wie immer unten auf meiner Homepage verlinkt. Die Helferlines, die ich benutzt habe, wie immer auch unten in der Infobox. Und viel, viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!